Mit dem letzten seiner Art geht es durch das Jahr 2002. Und damit einen wunderschönen guten Abend. In der letzten Fahrt deiner Schicht geht es nochmal von Sassnitz nach Samtens. Du hast heute die Ehre, mit der letzten Baureihe 143, respektive, 243 der Deutschen Reichsbahn, die die Bahn besitzt, im DR-Design zu fahren. Aufgrund von Gleisbauarbeiten können die Züge zurzeit nicht bis aufs Festland fahren. In Samtens wartet ein Taxi, welches dich nach Stralsund fahren wird. Der Fahrplan ist aufgrund der Uhrzeit nicht mehr so stramm und die Schienen sind relativ leer. Es wird also eine ruhige Fahrt. Die Abfahrt ist dann um 21.02 Uhr und sowohl Malte Jensen als auch ich wünschen eine gute Fahrt. Wir fahren heute, wie angekündigt, mit der 243 und hinten dran hängen die wunderschönen DR Dostos, allerdings schon umlackiert im DB Regio Design. Und an denen öffnen wir zuallererst die Türen und lassen unsere lieben Fahrgäste einsteigen. Wir haben aber nicht nur die 243 und die Dosto-Wagen heute als besonderes Rollmaterial. Wir haben auch den Dosto-Steuerwagen, und zwar einer der älteren Generation, wie er, wie ich finde, eigentlich ziemlich formschön auch aussieht, obwohl er, relativ einfach gehalten ist, gerade auch von der Form und von der, Gestaltung her eben, gefällt mir der Steuerwagen doch relativ gut. Was es mit dem Fahrzeug genau auf sich hat, das werden wir uns heute mal während der Fahrt dann noch anschauen. Zuerst einmal teleportieren wir uns aber in den Führerstand hinein mit der Taste 1, aktivieren dort die Batterie mit Shift und B. Im nächsten Schritt können wir in der Hauptluftleitung, da haben wir genug eigentlich drin, beziehungsweise die ist auf 0 und der Hauptluftbehälter, der ist schon bei 10 Bar. Optional könnten wir noch den Luftpresser hinzuschalten. Und brauchen wir jetzt aber nicht. Den würden wir dann hier drüben nochmal finden. Und der wäre aktivierbar mit der Tastenkombination Shift und Ä. So, hier drinnen mal Licht einschalten. Starkes Führerraumlicht bitte. Instrumentenbeleuchtung mit I oder optional über den Kippschalter. Weiter geht es mit der PZB. Dazu Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Die wird hier oben angeknipst. Optional auch über Shift und 8 bzw. über Steuerung 8 kann dann der PZB-Zugmodus ausgewählt werden. Der liebe Sifa-Kumpel, der bleibt heute aus. Die Bremse bleibt noch ein Stückchen angelegt, wobei die können wir eigentlich schon lösen. Die Handbremse am Fahrzeug ist noch angezogen. Als nächstes den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsposition. Haben wir schon, genau. Dann Shift-P und nochmal, da haben wir den Strom immer auswählen. In Fahrtrichtung hätte ich gerne den hinteren und mit der 2 haben wir den auch. Und dann optional mit der Taste P oder über den Knopf im Führerstand hier unten links den Stromabnehmer heben. So, 15 kV an Fahrtradspannung müssten uns angezeigt werden. Und das ist auch jetzt der Fall, wunderbar. Hier oben leuchtet noch HS für Hauptschalter, die Ölpumpe wahrscheinlich, Fahrmotorlüfter und dann werden wir uns mal an die Aufgaben ranmachen. Den Fahrmotorlüfter müssten wir hier drüben finden, aktuell in der Automatikstellung, kann also auch so bleiben. Dann können wir den Hauptschalter einschalten. Das Fahrzeug springt damit an. Die Lüfter müssten auch ausgehen, genau. Und auch die Ölpumpe und so weiter sollten mittlerweile aktiv sein. Gut, dann lösen wir die mal vollständig. Lokbremse ziehen wir bitte an. Ungefähr 2 Bar. Dann entweder mit der Taste Raute oder über das F4-Menü die Handbremse der Lokomotive lösen. Und genau, dann pfeift es auch schon draußen. Die Türen gehen zu, die Spitzenbeleuchtung, 3 weiße Lämpchen werden aktiviert. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Zusatzbremse noch lösen. Die V-Soll-Auswahl auf bitte 70 hinauf. Zack. Und dann mit dem Zug- und Bremskraftwähler Leistung vorwählen und langsam aus dem Bahnhof von Sassnitz ausfahren. Ja, unsere Reise führt uns heute über die Strecke Stralsund-Sassnitz. Wir haben die Baureihe 243 der Deutschen Reichsbahn und sollten uns, das ist ganz fies versteckt bei der 243, noch aus der PZB befreien, damit wir keine Zwangsbremsung erhalten. Ja, Ausfahrt aus dem Bahnhof von Sassnitz. Wir gucken uns mal ganz kurz das Empfangsgebäude an. Hier so ganz klein in der Ortschaft versteckt. Na gut, auf der Rückseite ist nichts zu sehen, leider. Aber von der anderen Seite ziemlich schön und in einem, relativ interessanten Backstein-Look gebaut. So, mit dem Fahrzeug sind wir aus dem Bahnhofsbereich raus. Wir können die Leistung auf jeden Fall noch ein ganzes Stückchen nach oben schrauben. Und unser nächster Halt ist dann der Bahnhof von Lanken. Und zwar Bahnsteig Nummer 1. So, wir dürfen zweimal pfeifen. Alles klar.
Und dort vorne kommt auch schon Langsamfahrt. Dann Leistung runter. V-Soll-Auswahl geht auf 40. PZB wachsam. Und dann, ja, bitte Bremskraft dazu nach unten ziehen den Schalter. Und die Bremskraft langsam vorwählen. Dran denken, wir sind in der oberen Zugart. Die PZB-Bremskurve bewegt sich also erstmal von 160 respektive 165 auf 85 runter. Und so, erstmal die Sonnenprogramme löschen. Genau, und der Rest sollte dann eben ohne Probleme weiterverlaufen. Weil alles, was unten drunter ist, stört die PZB erstmal nicht, bis wir dann an den 500 Hertz Gleismagneten kommen, der dann eben die nächste Bremskurve aktiviert, die dann in der oberen Zugart von 65 auf 45 runterläuft. Jetzt mal ausgenommen die restriktive Übergabe, die habe ich an der Stelle nicht mit erwähnt. Ist aber auch hier nicht vonnöten, weil wir die Umschaltgeschwindigkeit von, ich glaube, 10 oder 15 km pro Stunde nicht länger als, ja, ich glaube 10 km pro Stunde waren es, oder Stillstand nicht länger als 15 Sekunden unterschreiten. So, wir fahren hier links wahrscheinlich lang. Nein, rechts geht's rein. Okay. So, Leistung nochmal runter. Modus nur Bremsen bitte wieder aktivieren. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir das auf 0 runterziehen können und dann trotzdem Bremskraft benutzen oder nicht, aber wir werden es gleich sehen. Ja, für unsere Fahrgäste ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir wünschen allen Fahrgästen, die hier im Bahnhof, im Haltepunkt von Lanken aussteigen, einen wunderschönen Tag. So, Bremskraft wird nicht kommen. Okay, dann nehmen wir die mit der Luftdruckbremse. Auch kein Problem. Ach doch, jetzt kommt elektrische Bremskraft. Aber ich glaube, die wird, ja, die wird hier drüben mit drüber gesteuert. Okay. Gut zu wissen. So, es quietscht, die Lokomotive steht und die Türen sollten sich in Fahrtrichtung rechts eigentlich öffnen. Sollten. Betonung liegt auf sollten. Ja, es läuft auch als Schleife durch, okay. Hä, wieso? Wieso sind die in Fahrtrichtung links offen? Wir haben Bahnsteig 1. Ja, Bahnsteig 1, nicht Bahnsteig 2. Das ist als Gleis 2 ausgeschildert, lieber Lokführer. Auf der anderen Seite werden die Türen geöffnet. Ich kann es aber eben nicht vorwählen, auf welcher Seite die Türen aufgehen. Das macht die Lokomotive von selbst oder beziehungsweise der Zugverband von selbst, wenn ich die Taste T auf der Tastatur drücke. Aber der Rest ist mir. Ja. Sonderprogramm löschen bitte. So. Genau. Ja, deswegen. Das war nicht gut, wir hätten erstmal die Leistung runternehmen sollen. Da habe ich gepennt, sorry. Stimmt, weil ich das, den Modus nur Bremsen reingelegt hatte, dass das Fahrzeug eben... Wow. Wir sind in der Restriktion. Und zwar noch bis wir aus dem Gleis hier raus sind. 40 gelten bis zum Verlassen des Weichenbereichs. So, und das dürfte dann hier mit dem ZS7, LF7, Korrektur, mit dem LF7 und der Kennziffer 7 dann aufgehoben sein. So, wir können uns schon mal befreien. Ich gucke immer nach links, weil das bei den Neubau-Traxlok-Motiven und so weiter meistens eben auf der linken Seite ist. So, dann hoch mit der Geschwindigkeit auf 70. Die Anzeige dafür haben wir hier. Der schöne V-Sollsteller. Bitte nicht verwechseln mit einer AFB. Auf der 243, respektive ihren Schwestermaschinen, den Baureihen, ja, 112 oder 114, wie eben dann die getunte Variante von der Baureihe 243 oder 143 der Deutschen Bahn AG genannt wird. Die haben alle keine AFB, sondern einen V-Sollsteller. Unterscheidet sich halt dahingegen, dass der V-Sollsteller nicht so genau ist wie eine AFB und dass er meines Wissens nach keine Luftdruckbremsen oder, naja, alternativen Bremsen im Gegensatz zur elektrischen Bremse mit benutzen wird. Und auch an der Stelle noch der Hinweis, die Baureihe 243 ist eben
ich sag mal, das Urfabrikat, wie es aus dem LRW Henningsdorf entstanden ist. Daraus wurde dann später bei der Deutschen Bahn AG die Reihe 143. Und dann kamen eben noch die, ja, wie ich bereits schon gesagt habe, die getunten Varianten dazu, nämlich die Baureihen 112 oder 114, die dann eben ja, eine höhere Höchstgeschwindigkeit hatten, beziehungsweise eben auch noch statt SIFA und PZB zusätzlich noch eine LZB. So, 70 dürfen wir fahren und gleich nur noch 60, deswegen nehme ich schon mal die Leistung runter. Ja, na gut, die hat sich wieder verabschiedet. Ja, komm. So, naja gut, mit 63 in die 60er-Zone, das geht noch, das ist einigermaßen im Toleranzbereich. So, aber jetzt stellen wir bitte nochmal die Geschwindigkeit neu ein. 60 hätte ich gerne, die Sonderprogramme werden nochmal gelöscht und dann können wir hier wieder Zug- und Bremskraft ausschalten und damit sollte die Lokomotive einigermaßen die Geschwindigkeit eben halten. So, der Bahnhof von Sagard kommt, deswegen nehmen wir den Modus nur Bremsen bitte. Wir gehen runter auf die 40, lassen die E-Bremse gleich wirken, noch einen Moment warten bis zum LF7 hier vorne und dann merken wir uns schon mal vor, wir können gleich mit 70 weiterfahren, aber müssen trotzdem vorher hier am Bahnsteig anhalten. So. Bei der Zone 43 müssen wir auch meistens ein bisschen stärker bremsen. Die Bremsen sind nicht allzu gut bei dem Fahrzeug. Sie sind okay, aber sie sind nicht so optimal, dass ich sagen würde, hey, lass uns hier mit 60 am Bahnsteigsanfang drauf zugehen. Sondern das ist schon ein bisschen eine kleine Herausforderung bei dem Fahrzeug. Aber das gehört eben auch zum Charme der 243 mit dazu, dass sie eben nicht so einfach zu fahren ist, wie das meinetwegen bei einer Trax-Lokomotive ist oder bei anderen Neubau-Elektrolokomotiven, wo man viele Sachen sehr vereinfacht hat. Sondern alleine schon von der Steuerung der Lokomotive her, ja, das ist offensichtlich, die ist ziemlich komplex, wenn man es einmal raus hat, wie sie ungefähr funktioniert, ist es auch im Grunde kein Problem. Und an der Stelle auch noch der Hinweis, die Bedienungshandgriffe, die ich jetzt hier im Simulator, im Spiel einer 243 vornehme, die bitte nicht als Maßgabe dafür nehmen, wie das Fahrzeug in Realität gesteuert wird, das ist dann doch nochmal wesentlich anders. Das hatte ich auch im letzten 243er Video nochmal erwähnt und auch bei der 256, der großen Schwestermaschine. Wie ich dieses Fahrzeug bediene, das ist für die Realität nicht unbedingt so zu empfehlen. Gerade jetzt auch hier diese Aktion wieder mit dem Runternehmen auf Null kurz. Aber irgendwie springt die manchmal nicht an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, jedenfalls, wenn man einmal so die Bedienung von dem Fahrzeug raus hat, macht es richtig viel Spaß. Es ist wirklich ein schönes Fahrzeug, sowohl von der Optik, wie ich finde, auch wenn es einfach ein Container ist äußerlich. Aber trotzdem, ich finde das Fahrzeug schön, gerade in dieser weinroten Farbgebung oder, weinrot nicht, aber ich glaube, an Orientrot kommt es einigermaßen dran, wobei dann doch eher weinrot. Auf jeden Fall, diese schöne alte Farbgebung gefällt mir besonders gut und das ist auch ein Grund, wieso wir das Fahrzeug auf jeden Fall bei weiteren Fahrten wieder sehen werden. So, nochmal die Leistung nachregeln. Dann, unser nächster Halt ist Lietzow auf dem Bahnsteig oder am Bahnsteig 1. Wenn wir auf dem Bahnsteig stehen, haben wir ein Problem. Dann sind wir nämlich nicht mehr im Gleis mit unserem Fahrzeug. Aber in Lietzow lassen wir den nächsten Fahrgast raus und das ist nicht mehr allzu weit entfernt. Dann müssten wir jetzt auch gleich nach Sagard am Abzweig Mukran vorbeikommen, beziehungsweise Sassnitz Mukran heißt der Bahnhof, glaube ich. Mukran ist eben auch dafür bekannt, dass es Lokomotivfriedhof ist, Abstellgelände, wo die Loks Z gestellt werden, also abgestellt für den potenziellen Weiterverwendung abgestellt werden, manchmal auch endgültig.
Und das ist so, ich glaube, einer mit der traurigsten Orte für Eisenbahnfans eigentlich. Weil da siehst du, was für eine große Fahrzeugflotte einfach bei der Bahn ausrangiert wird. Welche Fahrzeuge eben in den nächsten Jahren nicht mehr ihren Dienst antreten werden. Und die Strecke müsste jetzt gleich in Fahrtrichtung links abzweigen. Wir können gleich mal ganz kurz einen Blick dorthin werfen. Aber das sollte jetzt hier im Szenario eigentlich leer sein. In echt stehen dort wirklich hunderte Fahrzeuge. Die ICE-TDs standen dort lange, bis sie eben ihren letzten Weg angetreten haben. Die 143er, welche langsam schon ausrangiert wurden. Also eigentlich alles mögliche an Fahrzeugen. So, der Bahnhof kommt. Aber erst in 3 Kilometern. So, unser Fahrzeug wird langsamer. Das will ich aber gar nicht. Ach, wir haben hier das Leistungsproblem. So, sorry. Ich war jetzt einfach gerade in Gedanken. So, Leistung wieder hoch und weiter geht's. Ja, wir können jetzt eigentlich bei den 60 bleiben. Weil auf 70 nochmal zu beschleunigen lohnt sich nicht und danach werden wir sowieso gleich wieder schneller. Also die paar Meter hier für den wahrscheinlich etwas engeren Gleisbogen, die sollten dann noch gemütlich zu durchfahren sein. So, ich gehe mal nicht davon aus, dass hier irgendein Signal kommt. Sehr gut, dann können wir nochmal ganz kurz in Richtung Mukran gucken, Richtung Sassnitz-Fährhafen. Und zwar hier hinten, da sieht man schon so ein bisschen was von dem Abstellgelände. Das geht hier hinten weiter, also riesengroße Gleisfelder wirklich, die da mit Fahrzeugen belegt sind. Und das ist, ich würde meinen für Eisenbahnromantiker, für Eisenbahnenthusiasten ziemlich traurig, dort entlang zu gehen, beziehungsweise entlang zu fahren, weil wirklich, du siehst so viele Fahrzeuge, die du einfach in deinem Leben oder in deiner, ich sag jetzt mal, Eisenbahngeschichte selbst erlebt hast, ob als Kind, ob als erwachsener Mensch. Und das dann eben so ein Stückchen Geschichte, so ein Stückchen Leben auch in einer gewissen Art und Weise wegbricht, das ist schon relativ schade, wie ich finde. So, es blinkt, aber es ist ein KS-Signal und kein HL-Signal. Und auf 40 soll es gleich runtergehen. Wir drücken PZB wachsam, der Tausender geht an. Die Bremse ist noch gelöst natürlich. Wir nehmen mal die Zugkraft raus, aktivieren das Programm nur Bremsen, stellen die 40 ein. Zugbremse hier drüben, die können wir eigentlich jetzt komplett unberührt lassen. Nochmal ganz kurz wachsam drücken für die LF6-Tafel mit der Kennziffer 6. Und dann haben wir den Bremsmodus aktiviert. Der funktioniert auch zum Glück. Wir schalten Bremskraft auf, elektrische Bremskraft wohlgemerkt. Die Luftdruckbremse bleibt unberührt. Und dann haben wir da vorne bei dem gelben Lämpchen gleich unsere 40 auf dem Tacho. So, damit hier alles wunderbar bei den 40 bleibt, löschen wir das Sonderprogramm wieder, indem wir den linken Hebel nach unten ziehen. Achso, eine Korrektur ist der bedingte Auslauf. So. Nochmal wachsam drücken. Wir haben ja immerhin Halt zu erwarten. Genau, und den ist jetzt immer noch aktiv, der bedingte Auslauf, das wollte ich nicht. Ach, das ist der bedingte Auslauf. Genau, links nach unten ziehen und dann werden die Sonderprogramme gelöscht. Das sind so diese 4 Modi, Korrektur 3 Modi, die wir hier oben einstellen können. Und jetzt haben wir wieder auf 40 eingestellt. Die Lokomotive würde jetzt also wieder beschleunigen und bremsen zugleich. Da wir aber auf HP0 zufahren, können wir eigentlich... Nein, nicht nur fahren, nur bremsen, genau. Nur bremsen aktivieren. Und es geht da drüben in das Gleis rein, okay.
So, der 500er wird nicht aktiv sein, weil das KS-Signal schon wieder auf grün steht. Damit müssen wir also nicht rechnen. Sowieso, wir sind unter 40, also da kann mit 45 eigentlich gar nichts passieren. Bremse langsam anziehen und dann werden hier in Lietzo die Türen in Fahrtrichtung links geöffnet. Wir möchten uns außerdem im Namen von DB Regio von sämtlichen Fahrgästen verabschieden, die uns in Lietzo verlassen und wünschen einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine angenehme Weiterreise. Zack. So, Abfahrauftrag haben wir sicherlich auch gleich, wenn der Schaffner hier da pfeifen wird. Also hier haben wir schon mal das Lichtzeichen, das ist schon mal da. Auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, wieso das schon geschalten ist. Aber na gut. Die Türen an unserem Zugverband könnten sich eigentlich überall öffnen, auch wenn wir so ein kleines Stückchen hier hinten noch über die Bahnsteigkante hinausstehen. Aber na gut. Ja, und hier sieht man auch nochmal den schönen alten Steuerwagen hinten dran. Sowohl bei unserem Zug als auch bei dem Gegenzug. So, unsere Türen sind schon zu. Okay, dann Bremse lösen. Die Leistung bitte nochmal runter auf 0, das ist ganz wichtig. Der Modus nur Bremsen kann ausgelöst werden. Sonderprogramme deaktivieren. Wieder auf 50 fahren, okay. Die 50 voreinstellen und Leistungen langsam hoch. So, wichtig, PZB ist noch im Überwachungsmodus, wir befreien uns, haben ja immerhin einen Fahrtbegriff und dürfen schneller als 40 fahren, nämlich 50. So, und unser nächster Halt ist dann Bergen auf Rügen am Bahnsteig Nr. 3. ...243922-2. Schönes Fahrzeug, wirklich. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, das Szenario ist von Malte Jensen. Lieben Dank erstmal dafür und auch danke für für diese wunderschöne Idee, dass man eben hier nochmal den Übergang zwischen Bundesbahn beziehungsweise Deutsche Reichsbahn und dem Übergang zur Deutschen Bahn AG darstellt in einem schönen Szenario. Dabei sind eben auch westdeutsche Fahrzeuge bzw. ostdeutsche Fahrzeuge vermischt im Einsatz gewesen, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Und ja, so um diese Zeitspanne herum sollte dieses Szenario-Pack eigentlich spielen. Wir befinden uns hier mittlerweile schon im Jahr 2002, also ein ganzes Stückchen weiter hinten nach der Bahnreform, wo aber dennoch Fahrzeuge eben zum Einsatz gekommen sind, wie die 243 hier. Ob sie noch in dem Deutsche Reichsbahn-Design zu dem Zeitpunkt war, kann ich nicht sagen, aber denkbar wäre es auf jeden Fall. So, wir dürfen 90 mittlerweile schon fahren, ich habe zu viel gequasselt. Ja, und die meisten Szenarios oder die meisten Szenarien aus dem Szenario-Pack von Malte Jensen, die sind eben so in diesem Zeitraum angesiedelt, was ich sehr, sehr schön finde. Und freundlicherweise wurde es auch bereitgestellt und kann auch heruntergeladen werden auf der Webseite www.thinknewflynew.de unter dem Reiter Downloads. Und ja, in dem Sinne viel Spaß beim Nachspielen. So, wir können uns auch mal ganz kurz hinten in die Wagen reinsetzen und die wunderschöne Seenplatte betrachten. Sonne geht schon unter. Und ja, auch hier innen drinne sieht man schon den Wagen ein bisschen an. Die sind nicht die jüngsten oder die neuesten. Die haben schon ein paar Jährchen, ein paar Tage auf dem Buckel. Und damit meine ich nicht das Fahrzeug in echt, auch das. Aber gerade das Simulator-Modell, das ist nämlich auch ziemlich alt. Und ist aber dennoch über den, Shop von 3D-Zug zu beziehen. Das müsste zum Wagenmaterial von RW, 308 oder so gehören. Sind auf jeden Fall die Doppelstockwagen in der etwas älteren Generation. Mensch, ich habe heute echt einen Frosch im Hals. Wahrscheinlich hier am See eingeschnappt. Und das Ganze sieht man auch schon sowohl an dem Wagen selbst, als auch natürlich vor allem am Steuerwagen, der hinten dran hängt.
Der hat nämlich nochmal diese alte Kopfform und den ja, alten Führerstand. Da müsste eben auch noch passend zur 243 ein ja, derartiger Führerstand installiert sein, wo wir eben auch so einen ja, breiten V-Soll-Hebel haben, wo wir daneben diese Zugkraftsteuerung haben. Ich glaube sogar dasselbe ja, Führerbremsventil inklusive Zusatzbremse und auch die Gestaltung im Führerraum, im Führerstand, die müsste ungefähr ja, so dem Schema von 143 zu 243 entsprechen. So, noch 5,6 Kilometer. Wunderbar. Ich gucke deswegen so hastig, weil wie gesagt der Bremsweg von der 243 etwas länger ist und ich dann nicht durch den Bahnhof durchrauschen möchte. Ja, das Fahrzeug, die 243, die gibt es bei Virtual Railroads, natürlich aus der Expertline-Serie und die Wagen, wie gesagt, von 3D-Zug, Steuerwagen ebenfalls. Das müssten auch die typischen Reichsbahn-Dostos sein, die eben speziell auch für die Deutsche Reichsbahn gebaut wurden. Oder beziehungsweise in Ostdeutschland. Ich weiß gar nicht, ob die aus Görlitz sind oder Delitzsch, ich glaube Delitzsch könnte auch sein. Will ich jetzt nichts Falsches verbreiten, weil Delitzsch ist ja heutzutage Waggonwerk oder allgemein Instandhaltungswerk. Aber ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, wo die Wagen gebaut wurden, ob das da auch schon der Fall war. Weil da hat sich einiges geändert. Ich glaube in Delitzsch das Werk, was die DB mittlerweile hat, das hatte unterschiedliche ja, Betreiber oder ja, Aufgaben, grob gesagt. Oh, schön, 155. Hochleistungscontainer. Ja klar, die wird ja, glaube ich, auch mit zur Strecke mitgeliefert. Die 155 von Dovetail Games. Und wenn ich es nicht vergesse, setze ich auch nochmal einen Link zur Strecke Stralsund-Sassnitz unten in die Videobeschreibung. Ebenfalls eben wie die Links zum Train-Simulator. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, das sind Affiliate-Links. Also wenn du über diese Links irgendetwas im Online-Shop dort bestellst, egal ob das der Train-Simulator ist, ob das Zusatzinhalte sind oder ja, auch andere Spiele, die du eben ja, über diesen Link kaufst. Also du musst den quasi einmal anklicken und auf dem Gerät dann ja, innerhalb der nächsten paar Tage irgendwie was bestellen, über denselben Browser halt, dann geht ein ja, ganz, ganz, ganz kleiner Teil, ich glaube 5%, gehen dann an der Stelle an den Kanal und ja, das würde mich an der Stelle auf jeden Fall unterstützen und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Aufwandsentschädigung ist, aber es ist auf jeden Fall eine kleine Unterstützung dahingehend, dass man sich tagtäglich ja doch gewisse Arbeit macht mit den Videos. Auf jeden Fall lieben Dank, wer das Ganze an der Stelle unterstützt und wer eben auch Szenarien darüber bezieht oder allgemein Add-ons. So, was hier drüben mit dem Signal ist, kann ich mir gerade so gar nicht zusammenreimen. Aber das gilt, okay, das gilt für uns. Gut zu wissen. So, wir müssen runterbremsen. Weil das Signal, das stand jetzt echt weit weg. Also ich habe gedacht, das ist für irgendein stillgelegtes Gleis, für irgendeinen Abzweig, der mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist, aber tatsächlich gilt das für unser Hauptgleis hier. So. Da unten brauchen wir auch nicht für zwei weiße auf zwei weiße Lämpchen warten. Das ist für die Rangierfahrten an der Stelle. Bremskraft rein, dann wieder runternehmen auf 0 und mit der Luftdruckbremse, ja gut, die E-Bremse wirkt ja auch mit, also mit beiden Bremsen an der Stelle nochmal nachbremsen. So, bis nach Samtens geht's. Ich spare es mir jetzt mal bis ganz nach vorne zu fahren, weil Bergen auf Rügen hat so einen langen Bahnsteig. Es wäre umständlich und unnötig, wirklich die Bahnsteigslänge komplett auszunutzen.
Und außerdem können dann die Fahrgäste hier direkt in die Unterführung hineinschlüpfen und eben ja, sich auf den Nachhauseweg bzw. ja, zu ihrer endgültigen Destination aufmachen. Die Dostowagen sind übrigens bis zu 140 km pro Stunde schnell. Das sind hier eben noch die von der älteren Generation. Wir müssten es auch an der Seite, genau hier steht es, nochmal dran finden. Der Steuerwagen vom Typ DAB BUZF 777. Ich kann mir das niemals merken. Und die Wagen müssten vom DBUZ Typ sein, genau, und zwar beide. Ja, genau, ja, beide. So, Bremsen lösen. Einen Moment warten, bis die Bremszylinder leer sind. Dann müssten wir direkt losfahren können eigentlich, ne? Nein, will wieder nicht. Kurz runter und dann Leistung wieder hoch. So, schön langsam machen. Und dann Leistung hochdrücken. So, nächster Halt ist dann Teschenhagen. Bahnsteig Nummer 2. PZB war ganz normal, also auch da keine Beeinflussungen. Und dann können wir wieder auf unsere 90 hochgehen. So, Leistung hinterher drücken. Zack. Oh, da kommt eine Schutzstrecke, oder? Ach nein, das war von dem Wartesignal. Das das durchstrahlende RA12, was da geleuchtet hat. Auch wenn ich mir jetzt nicht erklären kann, wieso da RA12 geleuchtet haben sollte, aber na gut. Oder beziehungsweise auf westdeutschen Schienen wäre es eben dann das SH1. Aber da gibt es eben dann nochmal die Unterscheidung. Das RA12 war es eben vornehmlich bei der Deutschen Reichsbahn nach dem Gültigkeitsbereich DV301 und nach westdeutschem Gültigkeitsbereich oder nach westdeutschem nennen wir es mal Signalschema wäre es eben die DS301. Ich kann mir das mal ganz gut dadurch merken, dass ich mir halt einen Buchstaben merke und dass der eben dann für entweder Ost oder West ist. In dem Fall habe ich es mir so gemerkt, dass das V immer für den Osten steht und damit ist DV301 de facto das, was eben an Signalen in Ostdeutschland anzutreffen war, beziehungsweise deren Signalnamen, und DS301 demnach das, was eben im Westen anzutreffen ist. Aber das ist nur dann wichtig, wenn man sich wirklich mit den Signalbegriffen, den Signalen haargenau auseinandersetzen möchte. Wem das ganz normale Fahren im Simulator reicht, oder wer einfach nur die Signalbilder halt sich anschaut und dann die eben den Zuordnungen zuordnet. Für diejenigen ist das überhaupt kein Problem. Und der braucht es auch in der Regel eigentlich nicht. Aber wer zum Beispiel Lokführer ist oder in anderen Bereichen der Eisenbahn tätig ist, der sollte da schon grundlegend ein Verständnis von haben. Aber wie gesagt, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, wenn wir uns da ganz durch die Materie hangeln. Darum soll es aber auch heute nicht gehen. So, nächster Halt in 1,04 Kilometern. Also de facto 1 Kilometer. Wir nehmen die Leistung runter, wechseln in den Modus nur Bremsen. Der war nach hinten ziehen, genau. Wählen mal die 40 vor. Dann klappt das mit den Bremsen auch immer ganz gut. Aktivieren Bremskraft. Und davon kommt der Bahnsteig schon. Wir müssen uns ein bisschen shooten. Der Ausstieg für alle Fahrgäste, die den Zug in Teschenhagen verlassen möchten, ist in Fahrtrichtung rechts. Ach so, das ist alter Bahnsteig. Ja, da vorne beginnt dann erst der Bereich für die Reisenden. Ja, das weiß man, wenn man hier ortskundig ist und tagtäglich auf der Strecke fährt. Aber wenn man so selten hier mit Regionalzügen auch unterwegs ist, wie das bei mir der Fall ist, dann merkt man sich das nicht unbedingt. Ja, es piept.
Nicht nur in meinem Kopf, auch in der Lokomotive. Na, komm, 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 komm. Ja, das passt noch, das passt noch. So, das war ein bisschen ungünstig jetzt angehalten. Aber die Türen, genau, die öffnen sich. Unsere Fahrgäste können problemlos ein- und aussteigen. Und die Bremse dürfte auch noch nicht so voll angelegt sein, dass eben die Leute durchgeschüttelt werden. Auf jeden Fall, die Leistung hier drüben nehmen wir schon mal runter. Wir gehen auch in Nullstellung mit dem V-Sollsteller. Und wenn sich dann die Bremsen gelöst haben, also soweit wie sie eben angelegt sind, also bis zu diesem Punkt, ne, dann können wir auch gleich wieder los. Der Schaffner pfeift, die Türen gehen von alleine zu. Ich muss nicht mehr den Türschließauftrag geben. Das machen die alles schön von selbst. Und dann können wir wieder 90 anpeilen. Fahrstufen hochschalten. Einmal rüber über den Bahnübergang. Und weiter geht's. Ganz im Charme der Deutschen Reichsbahn. Abgesehen von den Wagen. Wunderschön. Nächster Halt und Endhalt des Zuges, Bahnhof Samthems, Bahnsteig 2. Dort finden Sie dann die Möglichkeiten, auf den Bus umzusteigen. Es besteht Schienenersatzverkehr zwischen Samthems und dem Bahnhof von Stralsund. Oder allgemein im Festland, wenn man es genau nehmen möchte. Weil von Samthems aus käme dann noch, ja, Rabine als etwas größerer Bahnhof, Alte Fähr auch noch auf der Insel Rügen und ja, dann geht's eben über die Strelasund-Querung beziehungsweise über den Rügendamm, entweder auch mit dem Auto oder mit dem Zug oder über die etwas neuere Rügenbrücke, die Hohe Querung. Also die Brücke ist quasi die neu gebaut oder neu errichtete Verbindung über den Strelasund. Und ich sehe gerade, wir können doch 90 eingeben. Danke. Genau, und von da aus geht es dann eben mit dem Bus rüber wieder aufs Festland bis nach Stralsund. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz diese Gelegenheit nutzen, um mich bei Malte für dieses wirklich wunderbare Szenario zu bedanken. Und auch die vielen Szenarien, die wir bisher schon haben fahren können. Die sind wirklich bisher, und das muss ich einfach mal so sagen, einzigartige Spitze gewesen. Also ich hatte eigentlich nie Probleme bei den Szenarien. Es sind immer unglaublich kreative Ideen, teilweise sehr realitätsnah umgesetzt, manchmal auch sehr fiktive Sachen, die ich aber auch persönlich ziemlich interessant finde. Und alles in allem wirklich, wirklich empfehlenswerte Szenarien. Und ein Großteil davon, oder zumindest alles, was wir in den Videos gemeinsam fahren, ist auch unter www.thinknewflynew.de kostenlos beziehbar. Ja, damit fahren wir auf den letzten Sonnenstrahlen über die Schiene. Es glänzt dann hier vorne wahrscheinlich gleich nochmal so richtig schön. Und da sehe ich schon mein Lieblingssignalsystem. Oder sind es BÜ-Signale? Ja, es sind BÜ-Signale, schade. Ich dachte, wir bekommen jetzt ein paar schöne HL-Signale in den Weg geworfen. Also welche, die mal nicht nur in Fahrtstellung sind. Ich weiß gar nicht, ob Samthems... Ist das ein Bahnhof oder nur ein Haltepunkt? Wir werden es sehen. Es sollte aber eigentlich ein Bahnhof sein. Dann müsste es mehrere Abstellgleise auch geben. Aber ja, grundsätzlich sage ich ja in den Videos zu allen Betriebsstellen Bahnhof, unabhängig ob das Haltepunkte sind, ob das richtige Bahnhöfe sind, Hauptbahnhöfe, Güterbahnhöfe, Überleitstellen, Betriebsstellen, alles sowas, Betriebsbahnhöfe, ne? Hier im Video sind es einfach alles Bahnhöfe, auch wenn das betrieblich gesehen nicht ganz so korrekt ist. Ich erwähne es extra nochmal. Alles auf grün, auch bei den Autos drüben. Hier kann man sich so regelrecht ein kleines Rennen liefern zwischen Straßenverkehr und Schienenverkehr, wovon wir natürlich tunlichst abraten.
und da kommt der nächste Dosto schon entgegen. Wir schalten an der Stelle in den Modus nur bremsen. Das HL-Signal grüßt uns wahrscheinlich ein letztes Mal, zumindest das Vorsignal. Und dann geht's in den Bremsmodus rein. So, schon mal ganz leicht Bremskraft aufschalten, wir können es hier drüben sehen. Und der Zug wird langsamer. Ich möchte mal noch ganz kurz gucken, ob wir alle Halte erfolgreich abgeschlossen haben. Und ich sehe hier ja, viermal ein X drin, demnach nicht ganz so erfolgreich. Um 21.38 Uhr ist die Ankunft und Abfahrt wieder in Samtens geplant. Also wir hätten jetzt noch rund 1 Minute und 20 Sekunden, um in den Bahnhof einzufahren. Und wenn ich nicht so ja, schluderig fahren würde, und zwar so langsam, dann würden wir das auch problemlos schaffen. Aber na gut, 1 Minute gehört noch zum ja, Pünktlichkeitsbereich dazu bei der Deutschen Bahn. Immerhin. Die Zusammenlegung der Bahnverwaltung hat ja schon stattgefunden und wir fahren ja unter der Flagge der Deutschen Bahn, auch wenn Deutsche Reichsbahn draußen dran steht. Und damit passt das Ganze schon, ne? Ja, auch so. Wir kommen pünktlich in den Bahnhof rein. So, hier stehen ein paar Flachwagen oder Containerwagen sind es besser gesagt. Und ein Kurvenbahnsteig, das mag ich gar nicht. Das könnte schief gehen. Nein, es geht nicht schief. Wunderbar. Wir können perfekt anhalten. Bremsen auslösen trotzdem noch. Und wir ziehen jetzt einfach die Lokbremse an, um den Zug hier vor dem Wegrollen zu sichern. Genau, damit war es das auch. Wir können die Lokomotive ja, leider jetzt hier stehen lassen. Wir öffnen noch die Türen, lassen unsere Fahrgäste einsteigen. 7 Minuten vor pünktlicher Ankunft sind wir in Samtens zum Stehen gekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die wunderschöne Fahrt mit dem schönen Fahrzeug, für das tolle Szenario. Ich erinnere nochmal daran, ist erhältlich unter www.thinknewflynew.de. Wenn dir die Fahrt gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben geben, den Kanal abonnieren, wenn du Spaß und Freude an Eisenbahnen empfindest. Und dann würde ich mir sagen, sehen wir uns in aller spätestens 3 Tagen um 14 Uhr wieder. Ich verabschiede mich damit und damit mach's gut. Dein Think New, Fly New.